Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Was ist das? Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Fälle. Die Auktion war die sauberste Art, das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Bitte sei keine Falle. Kennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Nicht anfassen! Der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung. Die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Da, noch ein Siegel. Adam Baldridge. Er regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast, viele Bücher. Thank you.
Seht euch das an, Leute. Was ist das? Cool. Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Ja, hey, hey, seht, da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Oh ja. Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen Heidenspaß dabei. Ich auch. Jemand hat sich viel Mühe gegeben, die Steine so aufzustapeln. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline-Söldner zu sehen? Schwer zu sagen. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Zugbrücke? Wie mittelalterlich. Naja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Yeah.
Hey, Nathan, komm und sieh dir das an. Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Hey, sei vorsichtig, Junge. Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Sam, Speziallieferung. Au. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Ich fahre das Auto näher ran. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Halt, halt. Schorlein, Leute. Oh. Leute, Deckung! So hinter uns gehen wir echt auf die Nerven. Mietwagen, muss Ihrer sein. Ausschwärmen, ich will Sie haben. Keine Warnschüsse. Wer sie sieht, schaltet sie aus. Kommt raus, kommt raus! Ich lasse euch nicht lange leiden. Ich hab sie hier. Oh, shit. Ugh.
alle ausschwärmen. Oh, shit. Hey Nate, weg hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Na gut. So, dann mal runter mit der Brücke. Versuchen wir es nochmal. Na bitte. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Sag mal. Bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Na, den Versuch war's wert. Ich sehe mich mal um. Wie viel schuldest du Alcazar eigentlich genau? Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gangisa-Weisache. Das wären 400 Millionen. Ja, aber wenn Nathans Theorie stimmt, viel größer. Na, du hättest ihm sagen sollen, es wären 200.000. Man sagt seinen Partner nie, wie viel ein Job wirklich abwirft. War nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden.